5 градусов. По левому борту, он прямо по курсу. Так точно, Блонди. Эй, здоровяк! Смотри, не попадись там крокодилом. Крокодилом? Разве Нью-Йоркская канализация не кишит крокодилами? Не знаю, я из Техаса. Господи боже. Мужчины, женщины, дети. Крики уже стихли. Но я все равно слышу. Эй, Бласко! Надо пробраться через разрушенный город к State Building. Чем скорее, тем лучше. Конец связи. Feuerspiel verbrennt sich die Finger. Nein, ich meine, hier sind garantiert mindestens 3 Millionen verreckt. Die können echt nicht zählen, dämliche Amis. Stimmt, ja. Und was ist mit dir? Warte, hast du auch was gehört? Nein, nichts. Geh mal zum Arzt. Die Strahlung könnte dir zugesetzt haben. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Willst du nicht so jung draufgehen, oder?
Panzer war nach der Bombe einer der ersten in Manhattan. Unglaublich. Wäre ich doch dabei gewesen. Unglaublich, ja. Alles war noch heiß von der Explosion. Ich öffnete die Luke und trotzte dem atomaren Wind wie General Rommel der Sonne in Tokio. Ich kann's mir bildhaft vorstellen. Obwohl Kommandant Dörner mich danach anschickt, der Niederschlag ist in unseren Panzer gewesen. Was war der schon von wahrer Helden? Ganz genau. Es war nur etwas schwierig, eine ehrfürchtige Pose aufrechtzuerhalten, weil wir andauernd ausgeschert sind, um dort heute zu überfahren, die mit Strahlenkrankheit durch die Straßen. Ein Akt der Gnade, wirklich. Nicht ganz. Da lief nur eine Wette unter Panzerfahrern. Dumme Kobian.
Ich mach mich auf. Стоит билдинг, идти далеко. Кэролайн, поможешь пройти этот путь?
проклятие. Надо было слушать Бомбату. Посмотрим, можно ли запустить этот старый состав.
Электричество подано. Найду управление и попробую сдвинуться. Сука!